Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video wollen wir mal darüber sprechen, was wir nun alles sicher beim Gunrunning DLC bekommen werden, also welche Fahrzeuge, welche Dinge uns Rockstar schon wirklich in dem Trailer, in den beiden Posts und so weiter veröffentlicht hat. Wie gesagt, wir haben jetzt bisher zwei Posts auf dem Newswire bekommen, einen Trailer und für euch habe ich jetzt mal alle Dinge rausgesucht, die wir bekommen werden, beziehungsweise die Rockstar schon in diesem Post auf den Bildern und so weiter angeteasert hat. Bevor es aber losgeht, muss ich nochmal kurz Werbung machen und zwar würde ich mich freuen, dass wenn ihr hier neu sein solltet, einfach mal ein Abo da lassen würdet, denn wir sind kurz vor den 30.000 Abonnenten, es ist so heftig und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir diese bald erreichen würden. Aber labern wir jetzt nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video. Los geht's! Fangen wir direkt einmal mit den Fahrzeugen an und hier bekommen wir einen Buggy erstmal. Dieser Buggy war schon im ersten Newswire-Post, glaube ich, angeteasert worden. Jetzt haben wir langsam gemerkt, diesen können wir auch im Nachhinein aufrüsten. Am Anfang hat man zum Beispiel vorne drauf einen MG, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, und im Trailer ist eine Minigun vorne drauf. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir diesen Buggy extrem tunen können, auch die Farbe verändert sich ab und zu mal, deswegen seid auf jeden Fall hier schon mal gespannt. Das nächste Fahrzeug, was wir sicher bekommen werden, ist eine neue Ausführung des Dune Loaders. Das ist nämlich dieser Truck, der hinten an der Hinterachse anstatt von Rädern Ketten besitzt. Dieser sieht wirklich extrem krass aus, er hat ein riesiges MG auf dem Dach, wo ein zweiter Spieler aus von schießen kann. Also eine perfekte Abwehr gegen andere Spieler, die in einem Auto kommen. Ich denke mal gegen Helikopter und eine Hydra und so weiter kann dieses MG noch nicht so viel ausrichten. Das nächste Fahrzeug ist eigentlich gar kein Fahrzeug, aber es gehört trotzdem dazu und zwar ist das der Anhänger. Diesen werden wir in zwei Varianten bekommen, einmal mit einem Raketenwerfer obendrauf und einmal mit einem MG obendrauf. Beide Male brauchen wir einen anderen Spieler, um dieses zu steuern, aber wenn es dann erstmal funktioniert, geht es auf jeden Fall extrem ab. Das nächste Fahrzeug hat bis jetzt noch, glaube ich, keiner entdeckt. Ich hatte es gestern im Trailer aber schon gesehen und auch erwähnt und da hatten wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Dieses Fahrzeug wurde nämlich bisher nur im Trailer gezeigt und da auch nur für ein paar Sekunden, wirklich sehr, sehr kurz. Und zwar handelt es sich hierbei um einen neuen SUV. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Mini-Insurgent und es ist aber wirklich ein neues Fahrzeug und kein bisheriges im Spiel. Das bedeutet, diesen SUV werden wir bekommen. Was wir damit genau machen können, wissen wir noch nicht. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass es so eine Art Mini-Insurgent ist. Das nächste Fahrzeug haben wir auch bisher in jedem Newswire-Post gesehen über das Gunrunning Update und auch im Trailer und zwar handelt es sich hierbei um den gepanzerten Tamper. Diesen werden wir auch sicher natürlich bekommen und es sieht auf jeden Fall richtig fresh aus, auch den können wir bestimmt richtig krass tunen, denn ich hatte es schon mal in einem anderen Video gesagt, man sieht auf manchen Bildern einfach eine andere Ausstattung von diesem Tamper. Das nächste Fahrzeug ist auch in jedem Newswire-Post vorgekommen und auch im Trailer und zwar handelt es sich hierbei um den APC, diesen Panzer mit den verschiedenen Aufsätzen. Auch hier können wir wieder zwischen einem MG, so einem kleinen Turm, wählen oder wieder einem Raketenwerfer gegen Helikopter oder andere Hydren. Übrigens, ich habe keine Ahnung, ob Hydren wirklich der Plural von Hydra ist, aber ich gehe einfach mal davon aus. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas anderen Fahrzeug und zwar einem Motorrad. Ihr habt es ja bereits in dem Trailer und auch in den Newswire-Post gesehen, es war im zweiten Newswire-Post und auch im Trailer. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses Motorrad mit den Flügeln und dem Raketenantrieb. Es sieht wirklich extrem heftig aus, ihr könnt damit richtig krasse Sprünge machen und ich bin jetzt schon gespannt, ob wir damit wirklich fliegen können oder wie sich das Ganze in der Luft verhält. Das nächste Fahrzeug hat jetzt wirklich nichts mit einem Militär-Update zu tun und zwar handelt es sich hierbei um den Caddy. Es ist natürlich nicht sicher, dass wir diesen auch kaufen können und damit in der Open Lobby rumfahren können. Allerdings wird dieser echt ziemlich oft im Trailer gezeigt und auch auf dem Newswire-Post innerhalb des Bunkers. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir diesen auch kaufen können oder zumindest mit diesem im Bunker herumfahren können. Das letzte Fahrzeug, was ich euch noch zeigen kann, aber da bin ich mir nicht sicher, dass wir dieses wirklich bekommen, ist entweder das Cargo Plane oder die Titan. Die Titan können wir ja bisher kaufen, allerdings können wir nicht die Heckklappe aufmachen und im Trailer ganz hinten sehen wir, wie wir einfach mit einem Motorrad, mit diesem Flugmotorrad, hinten aus irgendeinem Flugzeug rausspringen. Hierbei handelt es sich garantiert um das Cargoplane oder die Titan, denn beide haben eine Ladefläche hinten, die man normalerweise auch aufmachen kann und mit Mods ist das Ganze natürlich auch möglich. Ich hoffe natürlich, dass es sich hierbei um das Cargoplane handelt und dass wir dort die Ladefläche auch in der Open Lobby hinten öffnen können. Wie gesagt, das ist aber nicht sicher, kann auch sein, dass es nur ein kleiner Screenshot aus einer Mission ist. Kommen wir jetzt erstmal zu den etwas gefährlicheren Dingen, die wir beim Update bekommen werden und zwar den Waffen.
Hier haben wir eine Waffe, welche wir sicher neu bekommen. Bei einer zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese neu ist oder nur getuned. Denn ihr habt es im Trailer gesehen und auch schon auf den Newswire-Posts. Wir werden die Waffen richtig krass tunen können. Das ist natürlich eine sichere Neuerung, die wir bekommen werden. Aber wir werden auch noch ein MG bekommen. Ihr seht es gerade im Hintergrund, denn im Trailer konnte man das Ganze schon sehen. Die Waffe, die vorne dran ist, da bin ich mir nicht sicher, ob es ein Karabiner ist oder einfach eine neue Waffe, vielleicht eine Skaha oder sowas. Ich kenne mich bei Waffen wirklich nicht so gut aus. Im Stream waren wir uns alle auch nicht sicher. Da haben die meisten gesagt, dass es sich um einen Karabiner handelt, der einfach nur getuned ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch eine neue Waffe ist. Was ich euch aber versichern kann, ist, dass wir neue Waffen bekommen werden, mehr als nur eine MG. Was bringen uns krasse Fahrzeuge, wenn wir da drin hässlich aussehen? Deswegen bekommen wir natürlich auch neue Kleidung. Und neben der ganzen Militärkleidung, die ihr auch zum Teil im Hintergrund jetzt sehen könnt, bekommen wir ein Outfit, welches wir bereits im Spiel haben, was aber wirklich extrem cool ist, und zwar das Juggernaut-Outfit. Ihr seht es gerade im Hintergrund, im Trailer konnte man das Ganze erkennen und es ist wirklich extrem cool. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Rockstar auf der Community-Basis jetzt mal hier arbeitet und sieht, okay, die meisten glitchen sich das, also wollen das viele haben, dann können wir doch mal drüber nachdenken, ob wir das nicht ins Spiel bringen können oder wollen. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die wir sicher beim Update bekommen werden, über die ich noch nicht gesprochen habe. Fangen wir mal mit der mobilen Operationszentrale an. In dieser können wir anscheinend Autos lagern und selber vor Feinden schützen, uns verteidigen mit irgendwelchen Geschützen, die außen angebracht sind, unsere Fahrzeuge hoffentlich modifizieren, und wir haben einfach ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir wissen nur, dass es hinten eine Laderampe gibt, wo wir mit Buggys reinfahren können und dass drinnen Reifen und eine Art Tuning-Werkstatt vorhanden ist. Ich persönlich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel mit dem Anhänger reinfahren können und dann irgendwie den Aufsatz ändern können von MG auf dieses Raketengeschütz und natürlich andersrum. So ein Prinzip könnte ich mir gut vorstellen. Was man da drin natürlich noch machen kann, genau, weiß ich persönlich leider nicht. Vielleicht können wir dort auch irgendwie mehr Panzerungen lagern, sodass wir nicht immer zum Ammunition rennen müssen oder irgendwie Munition kaufen, irgendwie sowas in der Art. Die zweite Sache, beziehungsweise jetzt die letzte Sache, die ich noch nicht gesagt hatte, ist natürlich der Bunker. In diesem Bunker können wir so unendlich viel machen. Schaut euch diesen Bunker mal an, er ist so abnormal riesig. Ihr seht es besonders im Trailer, aber auch auf den Screenshots kann man einfach erkennen, dass dieser Bunker extrem groß werden wird. Schaut euch einfach mal wirklich die Screenshots an. Wir haben hier wirklich ganz unterschiedliche Räume. Wir hätten irgendwelche Waffenlager, wir hätten ein Labor, wir hätten Parkplätze, wir hätten eine Schießanlage, in der wir üben können. Es sieht wirklich extrem groß aus. Und wenn selbst hier die Mitarbeiter mit Buggys durch die Gegend fahren, muss dieser Bunker einfach so gigantisch groß werden. Ob wir selber mit den Buggys fahren können, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe irgendwie da so Zweifel dran, ob das gut wäre, denn auf der einen Seite, denke ich mal, fährt man da wirklich gegen viele Sachen dagegen und irgendwie wird der Raum so eng, denn dann müsste der Tunnel extrem breit sein, damit das nicht irgendwie überfüllt oder so aussieht. Auf der anderen Seite hätte ich auch keine Lust, da ewig durch die Gegend zu laufen. Deswegen fände ich es vielleicht eher so cooler, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen teleportieren könnte oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder man macht den Bunker einfach etwas kleiner. Das waren jetzt wirklich alle Dinge, die wir noch wissen, beziehungsweise die wir sicher wissen, dass sie bei dem Update jetzt erscheinen werden. Das Update kommt am 13.06., also nächsten Dienstag, raus. Wenn ihr den Trailer nochmal genau analysiert bekommen haben möchtet, dann schaut euch einfach mal den Livestream von gestern an. Dort habe ich nämlich wirklich den Trailer auseinandergenommen. Es war so ein heftiger Livestream. Wir hatten einfach durchgehend fast 600 Zuschauer, am Ende sogar 670 Zuschauer. Und wir haben haufenweise Donations gemacht, haufenweise Abos. Es war einfach so ein krasser Stream. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der dabei war. Wenn wir schon beim Thema Streamen sind, kann ich jetzt schon zwei Streams ankündigen. Einmal streamen wir am Freitag The Riches. Das ist eine Serie bzw. ein Format auf meinem Kanal, bei dem es darum geht, möglichst viel Geld in GTA zu machen und die Community am Ende entscheiden kann, wer gewonnen hat, mit noch ein paar anderen Aspekten. Schaut einfach mal auf meinem Kanal, auf der Startseite habe ich euch eine Playlist verlinkt, wo auch der Trailer dabei ist. Schaut euch diesen Trailer einfach mal an und es wäre auf jeden Fall heftig, wenn ihr am Freitag dabei wärt. Den zweiten Stream, den ich ankündigen kann, dieser ist am 13., also am Dienstag. Wenn das Update raus ist, werde ich auf jeden Fall von PS4 oder PC, ist noch nicht ganz sicher, einen Livestream machen über das neue Update. Wir werden uns auf jeden Fall alles kaufen und es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig heftiger Stream. Ich würde mich mega freuen, dass auch wenn ich etwas später streamen werde, vielleicht als andere YouTuber, da mein Internet einfach nicht so krass ist, ihr vielleicht euch andere YouTuber-Streams nicht anschaut, damit ihr einfach noch gehypter seid und dann einfach auf meinen Stream wartet. Ich weiß, es ist manchmal schwer, weil ich würde
würde persönlich als Zuschauer auch lieber den Stream nehmen, der wirklich als erstes kommt. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit mir zusammen wirklich in das Update reinguckt und vielleicht selber auch noch nicht alles wisst. Und dann sozusagen im Stream spoilert. Naja, wie auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch bitte ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dürft ihr natürlich das Video teilen mit all euren Freunden. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag Juhu. Und damit bin ich raus. Habt noch einen hammergeilen Tag. Bis bald und Peace.